die erste Frage hier vor, bitte. Zunächst einmal, Trainer, Sie haben den Spielern in der Umkleide, oder was haben Sie gesagt in der Umkleide und wie geht es Barsalam? Also ganz zunächst einmal bezüglich Barsalam. Zunächst einmal möchte ich den Fans danken. Ich möchte den Fans danken, dass sie hier waren, dass sie uns unterstützt haben. Man konnte sie wirklich außerhalb des Stadions hören. Es war wirklich schade, dass wir nicht in den letzten Minuten noch ein Tor schießen konnten, damit es anders ausgeht. Aber Berg Salomon ist bei unserem Mannschaftsarzt und wir schauen, wie er sich fühlt. Wir hoffen, dass er kein gebrochenes Bein hat. Oh, und was ich den Spielern gesagt habe, ich habe ihnen gesagt, wir haben es verpasst, das Siegtor zu schießen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen die Position einfach besser halten. Wir müssen ein bisschen das Gewicht des Spiels in unterschiedliche Bereiche des Spielfelds verändern. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können. Wir hatten unsere Chancen und unsere Möglichkeiten. Und ich habe den Spielern gesagt, dass sie den Kopf aufrecht halten sollen. Wir können spielen, wir können gut spielen. Wir müssen jetzt einfach nur hier von hier weitergehen. Alle Spieler glauben, dass wir in die richtige Richtung uns bewegen. Hallo, Oliver Jensen, Eurosport Germany. Robert Lewandowski konnte leider nicht spielen. Dafür hat Adam Buschka ihn gut vertreten. Wie geht's Lewandowski und wie zufrieden waren Sie mit Buschka? Jeżeli chodzi o Roberta, to na pewno rehabilitacja jego jest na dobrym poziomie i Robert Lewandowski kommt wieder zurück zu seiner Stärke und hoffentlich spielt er gegen Österreich wieder. Es ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und Pavlo Davidovic kommt hoffentlich auch wieder zurück, ein Verteidiger. Und hoffentlich werden wir mehr Wettbewerb im Team haben. Wir geben nicht auf, wir machen, was immer wir können, um zu kämpfen und uns zu qualifizieren. Wir glauben, dass wir immer noch etwas beweisen müssen, wir werden stärker sein. Hi, Alex Meyer, 93 Minutes. How do you feel about the next match? Hallo, Michael Meyer. Wie fühlen Sie sich bezüglich des nächsten Spiels gegen Österreich? Naja, wenn es um Österreich geht, da müssen wir schauen, wie Frankreich gegen Sie als nächstes spielt. Wir müssen schauen, wie Frankreich gegen Österreich spielt. Wir müssen schauen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Und dann werden wir sehen. Wir haben jetzt natürlich noch unser letztes Wort nicht gesprochen. Wir machen, was immer wir können, um guten Fußball zu spielen, um ein weiseres Spiel zu spielen gegen Österreich im Turnier. Wir müssen weisen Fußball spielen und wir müssen einfach nur versuchen, Österreich zu besiegen. Gibt es sonst noch Fragen? Dzień dobry, Aleksandrze, Tomasz Brożek, Inter. Ja chciałbym zapytać, jakie są największe pozytywy z naszej gry, które wyniesie pan po tym meczu? Eine Frage. Was sind die positiven Dinge unserer Leistung? Also wir können nicht sagen, dass wir gut gespielt haben. Das ist etwas, was mich schmunzeln lässt natürlich. Also was ist das Wichtigste, ist das Ergebnis. Und man hat natürlich immer die Sorge, dass man verliert. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir aggressiv gespielt haben. Wir haben hohes Pressing gehabt. Im Fußball hat man diese Phasen, dass man den Gegner entweder brechen kann oder man wird von ihm gebrochen. Wir haben sehr hoch gespielt, ein sehr hohes Spiel gespielt. Wir waren sehr gut organisiert. Wir haben vielleicht die Cleverness ein bisschen vermisst in den bestimmten Momenten des Spiels. Es ist etwas, was unser Verteidiger Bartek Salomon nicht nur verantwortlich ist für das Tor, was wir bekommen haben. I to, co powiedziałem, ja przed meczem byłem bardzo spokojny i na pewno żałować możemy, że nie udało się, ale też teraz nie. Ja nie jestem trenerem tylko na dobre chwile, tylko jestem też trenerem, który jest zespołem, jak przegrywa. Jeszcze chciałem dopytać, czy odniósłby się pan do zachowania Ronalda Koemana, który przed meczem nie wyszedł do pana do środkowej linii, żeby się przywitać? Wir werden wachsen. Eine Frage bezüglich Ronald Koeman. Er ist nicht zu ihm gekommen. Nie, to akurat nie odbierałbym tego negatywnie, bo akurat też się przywitałem z innymi członkami, a
zu geben. Aber sie haben es dementsprechend gemacht. Ja, ich habe ihm die Hand gegeben und ich habe Ronald Kuhn vor dem Spiel gesehen. Wir haben Respekt voreinander. Und ich glaube nicht, dass er mich disrespektiert. Ich kann ihm nur gratulieren, dass sie gewonnen haben. Das ist ganz normal im Sport. Es geht auch natürlich um die Klasse, wenn man eben Spiele nicht gewinnt. Ihr Team, Ihre Mannschaft hat einen Ruhetag vor dem nächsten Spiel. Könnte das ein Vorteil sein? Und wie unterschiedlich wird das nächste Spiel sein, verglichen mit heute? Naja, was die Professionalität angeht, das wird professionell sein. Ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß unterschiedlich sein wird. Das ist keine große und lange Reise für die Mannschaft. Ich glaube, dass Österreich sehr gut vorbereitet sein wird, genauso gut wie Polen. Und ich glaube nicht, dass es eine große Auswirkung auf das Ergebnis hat. Der Torhüter hat gesagt, dass wir einen verrückten Trainer haben, der uns glauben hat lassen, dass wir eben wie guten Fußball gegen Niederlande spielen können. Fühlen Sie sich jetzt ein bisschen verrückt? Naja, das bin ich. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues für mich, dass ich verrückt bin. Ich glaube, dass wir hier sind mit meinem Trainerstab, um die Spieler davon zu überzeugen, dass sie gute Spieler sind, dass sie mental vorbereitet sind. Wir haben natürlich auch viele junge Spieler. Wir zeigen ihnen die Richtung, wie man spielen kann. Ich werde keine großen Fragen nachstellen. Ich sage ihnen einfach nur so, müsste man Fußball spielen.